In den letzten Jahren haben wir nur Buben und Männer gefördert. Und das erachten wir als falsch. Wenn wir eine gesellschaftliche Vorbildfunktion bewahren wollen, dann müssen wir das ändern. Und das haben wir uns zum Ziel gesetzt, das ändern. Wir wollen wirklich Spielerinnen dort im Team haben, die einen Teil von dieser Entwicklung sein wollen, um dort wirklich anstecken und eine richtige Euphorie loslassen, dass, wie gesagt, ganz viele Mädchen auch neu starten mit dieser tollen Sportart. 1, 2, 3. Nicht Zuga mit Marcini. Hovar, Stopp! Gratulation! An Mr. Franchise-Player Lino Marcini, 487 Punkte. Ja, als Sportler willst du immer das Höchste erreichen, gewinnen, Rekord holen und so weiter. Und dass ich in dem Alter, wo ich jetzt bei diesem Rekord geschafft habe, ist etwas, wahrscheinlich am meisten nach der Karriere wird stolz machen. Aber es ist wirklich jetzt schon etwas Schönes. Und ich habe die Nähe und die Liebe von links und rechts gespürt, wo mich gepusht haben, wo ich merke, dass ich viele Leute erreichen kann mit dem, was ich mache. I mean, there's no question that we're in this to win titles. And that's what everybody else will count as a success. Playoff is a little bit different sport than the regular season. It's more contact, but in the same time, puck is dropped and you play the game. Wenn sie die erste Partie manchmal knallt, dann zieht sich das vielfach über die ganze Reihe durch. Und das ist auch gut so, das gehört dazu. Das Wichtige ist, dass man das nicht, eben, dass das einem nicht zu fest aus der Bahn wirft, sondern dass man eigentlich Kontrolle hat über seine Emotionen. Hey guys, if you go to this interview, so humble, huh? Yes. Stay humble, huh? Don't care about them. Mentally tougher team, the team that is able to keep their focus, the team that is able to make plays under pressure, the team that is able to keep their calm, to keep their laser focus every game here, they're going to win this series. And I know, and we know, that we can do better over 60 minutes, and that's exactly what we're going to do on Sunday. Good job getting the second one. Let's get ready for the third one. Boys, okay now. All together, boys. Chin by shape. Huh? Grinding down. Let's go. Come on, let's go! Wir haben nicht immer besser gespielt gegen Rappi. Definitiv nicht. Aber wir haben es über die ganze Reihe, haben wir in der engen und wichtigen Phase, haben wir irgendwie es angebracht, das Richtige zu machen. Im Moment ist der EVZ wirklich auf einem sehr hohen Level. Einerseits sportlich, Erlebnis, aber was sehr wichtig ist, auch von der Vereinsführung her, Präsidium und Geschäftsleitung, wir haben sehr einen engen Austausch. Ich meine, auch für die Menschen sehr nahbar, das Ganze. Der EVZ ist vor gut 4 Jahren mit dem Wunsch an uns herangetreten.
dass sie die Erweiterung realisieren können. Und wir haben das immer unterstützt und auch versucht zu ermöglichen. Weil wir haben die Thematik gesehen, die sie uns aufgezeigt haben, dass es eben zu wenig Möglichkeiten gibt, dass alle Leute die Spiele erleben können und auch bezüglich Gastronomie. Dörfer die wichtigsten Punkte dieser Planungsvereinbarung, dem sogenannten Memorandum of Understanding, präsentieren. Punkt Nummer 1 ist, die Stadt Zug bleibt Eigentümerin der E-Sport-Anlage. Die Kunsteisbahn AG bleibt verantwortlich für den Betrieb der E-Sport-Anlage. Die Hauptdefinition ist das. Das E-Stadion wird unter Berücksichtigung der bestehenden Form und Materialsprache auf eine Zuschauerkapazität von rund 9'000 Personen angepasst, insbesondere auch mit einer adäquaten Gastronomie. Was uns ganz, ganz wichtig ist zu sagen, das, was der EFZ heute ist und wie sich der EFZ in den letzten Jahren entwickelt hat, das ist mitunter vor allem wegen der Bossen der Arena möglich geworden. Die Bossen der Arena hat dem EFZ die Unternehmensentwicklung ermöglicht, was wir heute sind. Und wenn man allein schon die Anzahl Mitarbeitenden nimmt, ist der EFZ einer der 10 grössten Arbeitgeber der Stadt Zug. Wir sind die Ersten, die Reise mit uns starten. Und gerade so wichtig wie, dass ihr nächstes Jahr als Mannschaft miteinander funktioniert und Erfolg habt, noch viel, viel wichtiger ist die Reise. Und es ist nicht die Frage, ob man es macht, es ist die Frage, wenn. Und einer muss der das Heft in die Hand nehmen und das sind wir. Ich bin die Annika Fatzekas, ich bin Verteidigerin. Ich komme aus Österreich. Ich bin Chiara Eckli und ich bin Flügel. Nadine Hofstetter, bin als Verteidiger jetzt dazu. Es war einfach ein cooles Projekt und so bin ich dann dazu entschieden. Also plötzlich ist es etwas Neues für das Frauenhockey in der Schweiz, wenn man so etwas machen kann. Für mich ist es eine riesige Chance. Ich habe bis jetzt nie von so etwas profitieren können in der Schweiz und darum genieße ich es auch mega, jetzt die Chance hier zu bekommen. Ich weiß nicht, wieso ich geht. Ich bin immer wieder geflasht, beeindruckt vom EVZ, von der Organisation, vom Commitment. 3 oder 4 Monate, wo wir gestartet sind, ich hätte mir nie erträumen können, dass wir wirklich so ein tolles Team hier zusammenbekommen, wo wir auf die Reise gehen können. Und der Wunsch, den ich habe, ist wirklich, dass ihr euch gegenseitig oder auch gegenüber vom Staff wirklich ganz eine neue Chance gebt. Ich bin morgen aufgestanden, wirklich Daniela geschrieben, so, hey, jetzt geht es endlich los. Ich freue mich riesig auf diese Zeit, wirklich unglaublich. Immer das Ziel war, mal in Zug zu spielen mit einem Frauenteam. Und ich glaube, wir haben wirklich super Charaktere hier drin und sehr viel Potenzial und wirklich tolle Leute, die wir sehr viel können erreichen können. Und ich freue mich unglaublich auf die Reise. Und ja, let's fucking go. For myself, I'm really excited to be here, to get to know everyone. And yeah, oh my god. Now I get nervous. But it was great to see people getting emotional about this, because I think this is going to be so big. This is already really big, and it's no wonder people get emotional. And I think that tells something about this group too already. So. See, that man, so viel Herzblut in dem Team und so viel Leute, wo schon so viel Energie investiert haben, drum mein Gott, die Reise, das Gemälde mit euch allen. Ja, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass unser Plan ist, aufzusteigen, oder unser Ziel natürlich. Dass wir dann nächste Saison in der höchsten Spielklasse spielen können. Und natürlich haben wir nicht nur das als Mannschaftsziel, sondern auch interne Ziele, also dass wir uns gegenseitig respektieren, dass wir immer alles geben. Wir hatten Momente, wo wir sehr viel sehr viele Sachen richtig gemacht haben. Und wir hatten Momente, wo dann wie ein Kartenhaus alles zusammengebrochen ist. We didn't like really put
lot of games like together and win a lot of games like straight wins. Die ganze Saison, wir sind als Mannschaft immer zusammengeblieben. Und ich glaube, das ist das, was uns erlaubt hat, am Schluss noch in die richtige Richtung zu gehen. Dass wir die Playoffs noch direkt schaffen, dass wir die erste Runde überstehen. Kobe, he leads by being a warrior on the ice, but at the same time he keeps the atmosphere very light in the dressing room and always has a trick up his sleeve or a joke. Und einer, der vorangeht. Die guten, weniger guten, schwierige, einfache Zeiten. And a great ambassador for FAZ. And I'm proud to have him as captain on this team. Der richtige Captain für den Club. Lean forward, attack. It's got to be great here, boys. Kobe, lead the way. Squeeze it, little fucking battles. Hold it, they're both valuing good boys. Up to each other, look each other, boys. Energize each other, huh? Positive emotions right away, right away. Let's go! Wenn du mal gewonnen hast und das Gefühl vom Gewinnen kannst erleben, dann tut das Verlieren fast noch mehr weh, weil du weißt, was du erleben kannst. Being able to compete for the title every year, looking yourself and in the mirror and looking each other in the eyes and knowing that we did everything we could to reach that goal or dream. That's for me the most important thing in my leadership or in my role as a coach. As soon as we realized it's over and then we have to start again, that's better for us and I think the evaluation of the season is so important for us right now and to be honest and humble and knowing that it wasn't enough for this year. This is sports. You've got your ups, you've got your downs. First of all, I have to thank you for always, always finding ways of coming back from difficult situations. I think there's a lot of great characters sitting in this room. And remember this, success, that's not an event. It's not what happens when you lift the trophy at the end of the season. Success is making sure that you create habits, you're doing things over time that allows you to stand and lift that trophy at the end of the year. We had a difficult year, we had a rocky road, but we fucking climbed down to it for everything that we were worth all the way to the end. We won 2 years ago, 23 years since the last time this organization won. Now we're a constant progress. I know it sucks. I know there's disappointment, frustration. But again, make sure we rise from this again and finalize this into something
that gets you closer to that trophy, whether it's here or is it somewhere else. Thanks, guys. We learn a lot about ourselves. It's so easy to talk about ourselves, how we are like persons when we're winning, but a little bit difficult like when it's not easy. And I'm still so happy with the organization, with the team we have, and I'm looking forward for a start of a new story. Being in this organization, I think always the goal should be to win a championship, and when we don't, you should be disappointed. But we're going to move forward to the next season hungry and ready to make another push again. Geistige Vater vom Keep Building. Nicht nur vom Keep Building, sondern ursprünglich im 2010 auch Projektleiter von der Bossa Arena. Und es liegt mir viel am Herzen, das auch können, so weiterzubauen, dass es auch zueinander passt. Ich glaube, für viele Menschen ist Stadt Zug und der EVZ fast eine Symbiose. Und der EVZ ist für die Stadt Zug einerseits gegenüber innen, auch als Element, dass man sich treffen kann, dass man auch etwas miteinander erleben kann, sehr wichtig, aber auch gegen aussen. Für viele Leute in der Schweiz ist das klar, EVZ ist Zug und darum ist der EVZ sehr wichtig. Heute Abend aus erster Hand als Anwohner informieren über die Erweiterung der Bossa Arena. Ich habe gehofft, dass der EVZ dermaßen erfolgreich unterwegs ist und jetzt konstant immer wieder jedes Jahr und auch so ein grosses Publikum mag anziehen, dass das jetzige Stadion einfach zu klein geworden ist. 8 Meter gegen Norden baut man raus, 8 Meter gegen Norden. Und das gleiche Hallendach, das oben ist, wo der Knick ist, baut man das Hallendach abschneiden, macht das Hallendach 4 Grad steiler, tut das ergänzen. Und dann kommen wir da oben rund 1800 Sitzplätze fast alles in allem mehr über. Key Building heisst so weiterbauen. Also so wenig wie möglich am bestehenden Stadion fortrühren, sondern man baut daran hin. Und genau so sind die 3 Module entstanden. Modul Süd, Nord und Trainingshalle. Südvolumen, was passiert im Süden? Im Süden wird ebenfalls rund 2-stöckig unter dem Arenadach wieder angebaut, wird ausgebaut, 2 Geschosse wird das sein. Es wird eine Nutzung auf dem Dach geben, also auf dem Dach von dem 2-geschossigen Anbau. Das ist aber gleichzeitig unter dem Arenadach. Die Idee von uns ist, aus einem Restaurant, aus dieser Sportsbar, etwas zu machen, wo die Fans sich mehr wohlfühlen und was etwas anders machen kann. 2-geschossig wird das dann sein. Und 2-geschossig heisst, es gibt eine Ergeschossnutzung. Und das funktioniert tatsächlich so, dass wir während des Spielbetriebs bereits im Süden und im Norden an das bestehende Gebäude dran bauen, weil der EVZ muss können, hier innen nach wie vor spielen. Und dann in der Sommerpause dann das Dach gelüpft wird und die zusätzlichen Ränge nur im Norden dann erstellt werden. Also wir haben eigentlich alles, was so zur Ausrüstung dazugehört, anprobiert. Diejenige, die wollte, hat Maßschlittschuhe bekommen, Schlägerberatung, alles, was so dazugehört, einfach was ja nicht für jeden so gewohnt ist im Damen-Eishockey. Ja, einfach Fitness, Ganzkörper, uns alle weiterzuentwickeln, jeder auf seinem Level. Aber auch miteinander sich zu pushen, aber auch sich kennenzulernen. Dass wir so ein bisschen auch untereinander wissen, wie wollen wir sein, was für ein Team wollen wir auch miteinander darstellen oder wie wollen wir rüberkommen. Ja, ich finde, man merkt schon recht, dass wir uns schon gegenseitig pushen. Und dass man sagt,
leg mehr Gewicht drauf, da geht schon noch was. Schrägbank drücken, Split Squats könnt ihr zwei Rack brauchen. Wir haben Dual Balls schräg in Rotation. Frauenhockey in der Schweiz auch fördern oder gerade in der Region. Ich habe mich selber angefangen Hockey zu spielen. Ich war immer das einzige Mädchen. Mein Bruder hat mich unterstützt und das konnte ich manchmal mit den Buben besser zurechtkommen. Und es hören viele Mädchen immer wieder auf Hockey spielen, weil sie eben allein sind. Und durch das haben wir da etwas schaffen, wo vielleicht mich auch weitere Mädchen motivieren kann, im Hockey zu bleiben oder mit dem Hockey anzufangen. Also ich habe schon bemerkt, dass es überraschenderweise sehr bekannt ist, das Projekt, und sehr viele davon gehört haben. Und ich bin auch schon ab und zu darauf angesprochen worden, ob ich jetzt in dem neuen Women's Team in Zug spiele. Also es ist schon gut, dass Marketing betrieben worden bisher, glaube ich.